Ihr bildet eine ganz normale Schlaufe in eurer linken Angelschnur. Nun nehmt ihr das Gegenstück und fahrt damit durch die Öse. So, das sieht jetzt so aus. Circa 8 bis 10 Windungen. Das sieht dann ungefähr so aus. Rechts befindet sich eure Schlaufe. Nach der Schlaufe habt ihr circa 8 bis 10 Mal eine Windung reingezogen. Anschließend nehmt ihr den Anfang. Nehmt ihr das Anfangsstück und fahrt mit diesem Anfangsstück durch die Schlaufe und zieht nun euren Knoten straff. Ein kleiner unscheinbarer Knoten mit einer Knotenfestigkeit von sage und schreibe 95%, der hier zwei Angelschnüre bombenfest verbindet.